Hallo, willkommen in der kleinen Garage. Heute was Besonderes, wir besuchen den Tom Bulli. Wie man jetzt gleich merkt, es hat sich was geändert, und zwar die Farbe, weil der Tom trägt schon Orange. Und Orange, wissen wir, gehört zu einer speziellen Fraktion, nämlich zu KTM. Tom kenne ich schon länger, also wir haben uns kennengelernt vor circa 20 Jahren, sage ich einmal. Da habe ich eine Tenere gehabt, der 600er. Und habe im Tenere-Forum gestöbert, und Tom ist im Tenere-Forum die Koryphäe gewesen. Wer da was braucht hat, der hat da einen Tom gefragt. Vielleicht kennen davon noch einige. Das ist lange her. In der Zeit haben wir uns kennengelernt. Du bist gleich sofort zu mir gekommen mit einer Puel. Ja. Das weiß ich noch. Da haben wir gedacht, hey Scheiße, was ist das für ein Ding? Was hat der für einen Antrieb? Das ist Kaketten, nix. Das war damals Riemenantrieb, nach wie vor. Ja. War ein geiles Ding. Wir haben uns dann zusammengespielt. Du hast gesagt, ich hilf dir, dafür hilfst du mir. Du hast eine Band gehabt damals und ein Festival organisiert, ein Heavy Metal Festival. Da habe ich fotografiert. Da können wir jetzt gleich noch ein paar Fotos sehen, nebenbei. Das spiele ich ein. Und so ist die Community dann weitergelaufen. Und dann irgendwann einmal hat er gesagt, hey, kannst du meine Motorräder fotografieren? Damals ist seltsamerweise alles im Studio fotografiert worden. Das würde ich jetzt nie wieder machen. Aber früher haben wir das im Studio gemacht, und da hat schon damals das Label gegeben, Bild bei Tom Bulli. Genau. Ja? Ja, das stand auf den Motorrädern drauf. Ja? Muss ich dann schauen, geile Fotos das übrigens. Geile Fotos. Ja, aber ist schon lange her. Dann habe ich den nur mal besucht. Also haben wir uns mal aus den Augen verloren, längere Zeit. Und dann habe ich mal bei dir vorbeigeschaut, dann hast du mir gesagt, du hast ein Motorradl gewonnen. Ja, gewonnen. Gewonnen. Dann haben wir gedacht, Alter, ist das geil. Ich habe noch nie was gewonnen, wirklich. Und dann hast du mich aber gleich korrigiert, weil du hast das Motorrad nicht gewonnen, sondern... Ja, ich war einer von den 500 Glücklichen, die dieses Motorrad überhaupt besitzen durften, aber bezahlen musste ich es natürlich, logischerweise. War auch nicht ganz billig. Das Bettlaken, okay... Ja, ist natürlich scharf. Ich gehe jetzt mal auf die andere Seite, muss man es von der anderen Seite anschauen. Also was mir sofort aufgefallen ist, ist die Auspuffanlage. Die Auspuffanlage ist keine Serienanlage. Nein, ist eine Einzelanfertigung. Das ist reines Titan. Und wo kriege ich so eine Auspuffanlage? Also diese Titan-Auspuffanlagen gibt es von mehreren Herstellern. Es gibt eine italienische Spark-Anlage, Full Titan, die ist auch die günstigste. Mhm. Es gibt die Evo Agra von Akrapovic, und das ist eigentlich so, sagen wir mal, die Standard-Titananlage für dieses Motorrad. Es gibt aus England die Austin Racing Komplettanlage aus Titan, und das ist eben hier eine Einzelanfertigung vom Lindemanns aus Holland, der mir diese Auspuffanlage so gebaut hat, wie ich sie haben wollte. Okay, also die Auspuffanlage gibt's nur einmal. Diese Auspuffanlage gibt's nur einmal. Ja. Pech, kann man nicht bestellen. Kann man schon bestellen, aber die normalen Auspuffanlagen vom Lindemann sind etwas anders als die, wie sie jetzt hier verbaut ist. Ja, man merkt, dass da zwei Pipes aus, die eine steht ein bisschen höher. Wir haben schon vorher kurz plaudert, du hast mal gesagt, dass die Auspuffanlage nicht mehr geschält ist an den vorderen Teilen, sondern eben gesteckt. Genau, das ist ein Slip-on, komplettes Slip-on-System, Slip-on, direkt genau. Vom Auslass. Ja. Okay. Ja, was sehen wir da jetzt noch? Was mir sofort ins Auge gesprungen ist, ist diese absolut geile Fußrastenanlage. Also für mich ist das mega geil. Also da ist der Sport zu Hause. Also die ist wirklich so, ich finde die auch vom Design so geil gemacht. Mir gefällt die extrem gut. Was ich nur gesehen habe, du hast schon ein paar Schrammen drauf. Hast du schon mal einen Sturz gehabt? Ja, ich habe die leider schon vor 2 Jahren auf Sardinien unter den Leitplanken gesteckt, das Ding. Okay. Und ist Gott sei Dank nicht allzu viel passiert, mir sowieso nicht. Was ist eigentlich gemacht worden, dass die Leistung nur mal gesteigert wird? Was kann man bei so einem Fahrzeug, das was ja schon so eine hohe Leistung hat eigentlich, und an so einem gigantischen Drehmoment, was hast du gesagt, hat das serienmäßig? Serienmäßig ungefähr 140, nicht ganz. 140? Hey, da muss ich mir anketten an dem Ding, da ist ich nicht runterfalle. Und jetzt hat's? Jetzt hat's ungefähr 145. 145, Wahnsinn. Ja. PS-mäßig dann? PS-mäßig ist sie vom Serienzustand ungefähr jetzt in der Konstellation ungefähr 15, 16 PS mehr drauf
mhm. als im Serienzustand. Mhm. Und die 15, 16 PS, spüre ich die jetzt nur im höheren Drehzahlbereich oder hast du die schon vorher griffbereit? Das Motorrad ist mit der, dieser Tuning-Geschichte von MCE einfach auch besser fahrbar. Das muss man ganz klar so sagen. Und das betrifft auch schon vor allen Dingen die niedrigen Drehzahlen. Es ist, man kann also jetzt also auch völlig problemlos im dritten Gang in der Ortschaft fahren, was vorher schon ein bisschen schwierig ist, mhm. weil die anfängt zu ruckeln. Dieses Magerruckeln, was original eben auch aufgrund der Abgasnormen und so weiter vorhanden ist, das ist weg. Mhm. Ja, also sie ist letztendlich mehr fahrbar, besser fahrbar und hat also über den kompletten Drehzahlbereich einfach auch mehr Druck. Das merkt man schon. Mhm. Also diesen Unterschied merkt man schon bei Stage 1 und jetzt ist im Prinzip Stage 3 eben mit dem Fuel Guard drauf und das merkt man halt schon. Mhm. Jetzt sind wir schon bei der Euronorm gewesen. Die Euronorm ist jetzt quasi keine Rolle mehr, weil du das Gerät eigentlich so gut wie gar nicht auf einer Straße bewegst. Genau. Und das hat sicher einen Grund, weil diese Dinger da, die was da ist ja überhaupt nichts drinnen, ja, die werden höchstwahrscheinlich dementsprechenden Lärm machen. Die machen schon ein bisschen Geräusch, ja, das ist richtig. Das ist aber auch nur ein Grund, warum ich sie also zumindest im deutschsprachigen Raum nicht auf der Straße fahre. Natürlich fällt sie auf, weil sie einfach zu laut ist, das ist schon richtig. Auf der anderen Seite ist es aber auch einfach so, dass es mir keinen Spaß mehr macht, mit so einem Motorrad hier in der Gegend herumzufahren, weil man nach meinem Gefühl schnell, sobald man kurz mal den Hahn aufmacht, ist man einfach zu schnell. Und mit so einem Motorrad zuckelt man nicht mit 80 über die Landstraße. Das, ja, das kann irgendwie so das Art Logo. Stell ich mir vor. Ja, es würde zwar funktionieren, das Gerät hat ja auch ein Tempomat, aber das macht mir persönlich jetzt keinen Spaß, mit einem solchen Gerät jetzt mit 80 km/h über die Landstraße mit Tempomat zu fahren. Dann fahre ich doch lieber mit dem Auto oder mit einem anderen Motorrad. Ja, sind ja genug da. Ja. Was ich mich schon frage, ist jetzt doch nochmal zur Lautstärke, aber wenn du das nicht hier bewegst, macht dir das selbst nichts aus, dass es zu laut ist? Weil du belästigst ja auch andere Leute damit eigentlich. Also da, wo ich fahre und dann, wann ich da fahre, bin ich mehr oder weniger alleine auf der Straße. Das genieße ich so und komme auch so gut wie durch keine bewohnten Gebiete, außer mal ganz kurz. Aber man kann das Ding ja auch niedertourig fahren, dann ist es also nicht so laut. Es wird halt dann vor allen Dingen laut, wenn man eben natürlich den Hahn aufmacht, dann brüllt die schon richtig. Aber bemühe ich mich schon, also letztendlich möglichst wenig Leute jetzt letztendlich zu belästigen damit. Ja, ja. Und im Landesinneren auf Sardinien, wo das Gerät hauptsächlich bewegt wird, da triffst du im Frühjahr und im Herbst so gut wie kaum jemanden und erst recht nicht jemanden, den das stört. Genau, du fährst ja regelmäßig dorthin, das ist quasi dein Bereich, da hast du deine eigenen Strecken, da weißt du genau, welche Geschwindigkeiten dass du hast, wie geht er Kurven, ist der Asphalt immer noch so, wie er immer ist. Genau. Was vielleicht noch wichtig ist, das Design haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, man sieht da jetzt noch gar nichts, wir werden dann Kameraeinstellungen finden, wo man das sieht. Ich bin ja kein KTM-Fan vom Design her, weil ich mit dieser Front, mit dieser Wespenfront einfach nichts anfangen kann. Ich finde das so hässlich. Sorry an alle KTM-Fans. Aber den Tom hat es auch nicht gefallen, weil das ist, glaube ich, eine der ersten Sachen, die was du entfernt hast. Und da sind wir jetzt gespannt drauf. Und dass wir das sehen, drehen wir das Motorrad jetzt um. Und dann schauen wir uns die Front an. So, wir haben jetzt extra das Gefährt ausgestellt, dass man sieht, wie das von vorne ausschaut. Und ich finde es voll geil. Du hast schon gesagt, du bist immer noch nicht so ganz zufrieden, also du hast noch nicht so den Weg gefunden, aber also ich finde, dass du die KTM-Eier abgeschnitten hast. Muss da sein. Also wie gesagt, mir gefällt eigentlich dieses Motorrad nicht, von vornherein nicht. Ich habe sie nicht deswegen gekauft, weil ich sie irgendwie total toll fand, also optisch. Und irgendwie endet es auch nie, diese Umbaumaßnahmen mit dem Motorrad. Weil ich letztendlich nie so ganz zufrieden bin. Es gefällt mir dann mal für einen Moment, aber dann muss ich sie wieder umbauen. Aber so diese KTM-eigenen Designgeschichten habe ich also so gut wie möglich versucht, aus diesem Motorrad irgendwie herauszubringen. Ja. Also auch diese komische bunte Lackierung, die sie im Original hat, das ist einfach nicht meins. Deswegen ist im Moment wieder schwarz, obwohl ich so viel schwarze Motorräder habe. Aber alternativ kann sie auch mal weiß sein, wenn ich morgens aufstehe und sage, jetzt möchte ich ein weißes Motorrad haben, dann habe ich spätestens mittags ein weißes Motorrad.
Genau, das haben wir vorhin in der Werkstatt gesehen. Da hingen die anderen Verkleidungsteile dann nur mal in Weiß. Gibt alles, was hier in Schwarz ist, gibt es auch in Weiß. Vom Tank, vom Heckrahmen, alles auch weiß möglich und natürlich jegliche Kombination. Also ich finde das Fun schon recht geil gemacht. Richtig ganz verabschieden hast du ja nicht kennen von dem Wespendesign. Also du hast quasi die Form ja übernommen. Aber durch das, dass du alles schwarz gelassen hast, verschwimmen die Linien eigentlich. Im Rückspiegel, wenn man das sieht, kennt man sie aus. Ja, wobei mit der größeren Entfernung weißt du jetzt nicht auf den ersten Moment, ob es tatsächlich eine KTM ist. Also nicht so wie im Originalzustand, da weißt du es natürlich sofort, dass es eine KTM ist. Mhm. Es kommt ein bisschen auf die Entfernung drauf an. Aber ganz weg kann man natürlich letztendlich von der Verkleidung her nicht. Man muss es vorne ein bisschen offen lassen, weil eben der Ansaugtrakt die Luft hernimmt von vorne. Man kann es nicht komplett zubauen. Und so ein bisschen muss man sich der Form natürlich anpassen. Ja? Jetzt haben wir eigentlich nur überhaupt nicht gesagt, was für ein Motorrad das eigentlich ist. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Nee? Nein, sieht man das nicht. Alter, das siehst du natürlich nimmer. Ja. Nein, es ist original eine KTM 1290 RR. Also das Sondermodell, was KTM 2021 rausgebracht hat. In jetzt eben dieser umgebauten Version mit veränderter Front, mit verändertem Auspuff und mit ständig dauernd verändernder Optik. Ja, also prinzipiell muss ich sagen, ich finde eins besonders cool, und zwar, dass der Tom drauf geschissen hat, dass das ein Sondermodell ist und sie überhaupt nichts dabei gedacht hat, sondern den Schraubenzieher in die Hand genommen hat und das einfach zerlegt hat und sie so hinbaut hat, wie er wollte. Alle Fans von Sondermodellen wissen, man lässt es, man ändert keine einzige Schraube, weil das ist dann ja nichts mehr wert. Aber abgesehen davon, es ist von vornherein so gehalten, dass man dieses Motorrad relativ schnell und relativ einfach auch tatsächlich wieder in den komplett Originalzustand versetzen kann. Ja. Teile sind da. Mhm. Und im Prinzip ist es gar nicht so sehr viel Aufwand, das Motorrad tatsächlich wieder in den komplett originalen Zustand zurückzuversetzen. Mhm. Ja. Also alles, was man jetzt im Prinzip an Anbauteilen hier zusätzlich hat, ist alles zugekauft. Ja. Ja, Originalteile alle vorhanden. Also man könnte es so machen. Und würde ich das Motorrad irgendwann mal verkaufen wollen, würde ich das auch definitiv so machen, dass ich sie komplett wieder in den Originalzustand zurückversetze. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt fertig. Das war ein kurzer Besuch in Toms Garage. Na, was soll man noch machen? Wir starten es an. Da geht das. Ja. Ich hoffe, dass es geht. Wir starten zusammen. Ich hoffe, dass es geht. Ja. Die Mikrofone werden es wahrscheinlich nicht mitmachen, nehme ich an. Ach nee, so schlimm ist es nicht. Übersteuern sich, ja. Jetzt. Alter. Also mein Fuß ist jetzt schon heiß, wann muss ich dazu sagen, gell? Ich muss ein Stück weggehen. Der Sound ist geil, ihr habt es gesehen, sie nimmt das Gas super an. So, na gut, jetzt kommt der Schlusssatz. Wie immer, liken, teilen, du teilst es hoffentlich auch in deiner Community. Selbstverständlich. Ja, abonnieren und Daumen hoch. Ich mache das jetzt zum 10. Mal. Wir haben nämlich den Schlusssatz vergessen, das Video hat kein Ende, das mache ich jetzt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, es freut mich, dass ihr es bis zum Ende durchgehalten habt und wir sehen uns beim nächsten Mal bei der kleinen Garage. Pfiat euch!